deine Freundin wieder. Ah. Da darfst du deine Schatzi anreden. Wie soll das machen? Ja. Leider muss ich sagen, dass ich deine Hilfe brauche. Es mag Leute geben, ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion-Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. Ja. Das ist eine von den tausend Missionen, die wir noch hier haben. Die Frau hat aber auch irgendwelche gröberen Probleme, glaube ich. Mhm. Du, ich würde gerne kurz zu dem Iridium Heinzel schauen wollen. Weißt du, du kannst die anderen Missionen einsammeln, wenn du willst. Okay. Ich möchte kurz reinschauen, ob sich noch irgendwas ausgeht. Ja, ich hätte es auf nachher verschoben. Sag was, Baby! Ich hab Geburtstag! Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteil die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty. Und beeil dich, wir legen jede Minute los. Nein, ich nehme das Paket jetzt nicht an. Okay. Hä? Ja, das müsste das da sein, oder? Nein. Verlaufen. Ah, das ist in der Garage. Ich habe Arbeit für dich. Shorty muss sterben. Der Hurensohn hat eins von meinen Catch-a-Rides verschandelt. Und das dürfen nur Mädels, die ich flattern will. Und manchmal ich selber, wenn ich Knülle bin. Er versteckt sich im Stalker-Gebiet. Kauf ihn dir. Jawohl, kaufen. Na? Wo kam das Blut auf einmal her? Gut. Auf zum nächsten. Versuch dir zu folgen. Da rennst du ins Lokal rein, oder? Ja. Der Hammerlock will wieder was von uns. Tuck, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Du fragst dich, wieso ich nie selbst ins Feld ziehe. Die Antwort lautet Old Slappy, ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Die Wissenschaft fordert, dass ich ihm vergebe, ihn studiere. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Hier, nimm meine Hand. Ja. Diese Kristallisken sind schon rechte Bastarde, was? Wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine bare Münze bezahlen. Mir gefällt einfach die Redewendung. Ab zu den Caustic Caverns mit dir. Na gut. In Moxys Underdome 2 Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxy selbst. Den 2. Preis hat mir Jack abgejagt, den 1. ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in der Dust finden. Da liegt eine Leiche. Geh mir auf den Augen! Hey, wenn du nicht gerade nichts vorhast, könntest du mir helfen. Hey, Lust, einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshal hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen 4 völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle 4 hängen und so viel Zeit habe ich nicht. So ein netter Zeitgenosse. Das ist hier im Sanctuary.
komm vorbei. Ich habe Arbeit. Jack hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir meinen Safe wieder beschaffen. Müssen wir das? Na dann. Gut. Jetzt haben wir die Missionen zurückgegeben. Abgeholt. Was haben wir da eigentlich für ein riesiges, fettes Viereck da drauf? Ah, das ist schon die Wohlbehalten. Na gut, dann machen wir die gleich, oder? Ja. Weg. Achso, da müssen wir reisen. Ja. Jo. Nicht weit. Ich glaube, wir brauchen ein Auto. Hallidurni! Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Ah, das ist der, ja, das ist der Krater, genau. Haha. Ja, ja. Von hier aus sehe ich St. Corinne nicht in der Luft. Ist da jemand? Außer zwei Automaten, die es übrig haben lassen. Oh, viele Gegner. Warte, versteck dich, komm her. Jetzt zuckt er aus. Jetzt bringt er die anderen um. Oder sich selber. Egal. Das komm, hat, komm her. Das hat jetzt. Oh, versucht! Der bringt jetzt alle fort. Jetzt geht's! Ja. Da oben ist er. Six, ja. Jetzt rauf uns die Männer an. Wer du weißt! Yeah! Lustig. Alter Finale. Ah, jetzt ist er geschrieben dran. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt geht er auf uns los. Ja, jetzt töten. Also wenn du deine Supermachtmünzen nimmst, werde ich verbunden. Was ist das für eine Fumme? Nichts Besonderes. Nö, schaut nur gut aus. Ja, ich nimm's einfach mit zum Verkauf. Achtung! Du Idiot! Verflucht! Diese Trottel haben ein Safe in die Kost, die Kleidung geworfen! Auf die Kost! Abwärts! 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 Nice. Matze da drüben. Was ist da?
Fotze. Das geht schneller. Okay, ich habe jetzt da 4 Waffen zum Wechseln. Eieieiei. Ich war gerade am Outzoomen. Ich habe einen den Schädel weggeschossen. Ich versteck mich gerade. Da habe ich jetzt Schwierigkeit wie ein. Geht er schon auf die anderen los? Kommt zu mir. Ich weiß nicht, was du bist. Hinter dir. Hinter ihn einfach. In der Richtung Ausgang laufen. Ah, da. Der zuckt nur aus, der ist jetzt so. Bist ja noch dümmer als ich! Bist du sicher? Ja. Na, der, was da gerade gemeint hat, du bist ja noch dümmer als ich. Das ist ein Fall für dich immer. Ja, wenn er sich nicht wegduckt. Ja, treffen sollte man, ne? Das ihm. Hinter dir. Danke. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Aber wir müssen da ja irgendwas machen. Wir müssen da irgendwas machen, ne? Das ist, glaube ich, da. Irgendwo. Hä? Du musst noch einen anderen Weg geben. Nein! Da ist jetzt viel runtergefallen. Da unten geht's weiter, oder? Hä? Treppen da runter. Sind wir von da nicht gekommen? Doch, von da sind wir gekommen. Naja, den Anteil. Von da sind wir gekommen, oder? Aber ja. Den Anteil haben wir ja. Jetzt müssen wir den zweiten erfinden. Haha, da liegt Iridium. Du. Ja. Ich habe einen Aufzug gefunden. Ja. Okay. Okay, die Ebene kann immer noch nicht stimmen. Ja, da ist der Aufzug. Da geht's nämlich nur mehr runter. Ist das nicht der, mit dem wir gekommen sind? Eigentlich. Ich dachte.
Aber was ich cool finde, Sanctuary ist ja aus dem Boden gerissen worden, ne? Mhm. Warum da überall die Schotten dicht sind? Wer sich da die Zeit genommen hat. Okay. Aber ich hätte irgendwie mit mehr Gegner gerechnet. Und die Gegend schaut sehr vertrauenswürdig aus. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal. Es ist schon sehr laut. Ich glaube, es fällt auf, wenn man. Das sind so Viecher. Nein, wir machen das jetzt im Stealth-Mode. Oder so ähnlich. Alter, schreit das Viech noch. Hier sind ein paar Medikits. Oh, danke. Das schaut auf alle Fälle nicht gesund aus, was da so liegt. Ja, pass auf. Wo? Ich habe nicht. Die muss man Feuer nehmen. Mein Körper! Ah, Ruhe ist. Sehen wir, das geht. Ja, das ist ein Projekt. Danke. So, was haben wir da sonst noch? Außer ein Giftsee. Oh, dahinter ist. Ups, ich sollte da nicht ins Wasser gehen. Dahinter ist Papa Schlumpf. Mrs. Harchek, heute hat ein Bergarbeiter ein Kristallgebilde bei den Alien-Ruinen gefunden und auf einmal hat es sich bewegt. Die Kreatur scheint absolut friedlich zu sein. Ich glaube, sie hat noch nie zuvor einen Menschen gesehen. Blue, nicht jetzt, Blue. Hier, spiel mit meinem Hut. Hol ihn, Blue. Ja, Blue. Wir nennen ihn Blue wegen der Farbe seines... wir haben noch ein paar von diesen Kreaturen in der Nähe der Ruinen gesehen. Ich schlage vor, dass wir daher die Grabungsstelle verlegen. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, Ihre Sorge um diese Kreaturen wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber die Grabungsstelle bleibt, wo sie ist. Die Dahl Corporation hat Sanctuary, ihr größtes Bergbauschiff, auf diesen gottverlassenen Planeten entsandt, um Kristalle abzubauen. Sie haben welche gefunden. Bitte treiben Sie die Kreaturen zusammen, damit mein Team ihre Mineralien extrahieren kann. Ja, Substitut. Ich schieß die ganze Zeit mit dem Scharfschützengewehr. Ja. Außen. War das eine Granate? Nein, es explodiert irgendwie. Achso. Ja. Verkauf. Wir müssen weiterkommen. Ihhh. Spuckt was aus dem Wasser raus. Oh, da kommt noch einer. Ja, ich bin tot. Ich muss ihn töten. Ich warte immer die Chance, dass ich ihn töte. Und der war wieder beleben. Danke, Kling. Da ist noch einer. Hinter. Erstens bin ich gerade.
irgendwie in den Giftsee geschoben worden. Keine Ahnung. Und das ist eben so an der anderen Seite. Ja, dann warst du hier. Ich hab keine Scharfschützenmunition mehr. Ja. Das ganze gute Loot liegt im See. Na, das kannst du vergessen mit dem Zubekommen. Da schaust nicht gut aus. Stirb.